Wir müssen uns gut überlegen, zu welchen Themen oder zu welcher Fragestellung eigentlich. Und das ist wahrscheinlich das Schwierigste, wir müssen das dann ja irgendwie zusammenbringen damit, dass die in freien, gleichen, allgemeinen, geheimen Wahlen Gewählten am Ende ja auch entscheiden müssen. Ja, das ist ja auch deren Job. Ich glaube schon, dass ich mir der Klimakrise bewusst bin. Also wer das noch nicht kapiert hat, glaube ich, muss hinter dem Mond leben. Oder auch wissenschaftliche Erkenntnisse oder auch das Betrachten der heutigen Realität komplett negieren. Der zweite Teil Ihrer Frage zieht sich darauf, was wir hier in der Stadt auch machen können. Da finde ich ganz wichtig, dass wir uns genau anschauen, wo können wir wirklich auch effektiv handeln. Ja? Wo bringt das auch am meisten was? Und wenn ich mir die Zahlen in Stuttgart anschaue, geht es in Stuttgart vor allem darum, die Energieversorgung umzustellen. Wenn ich mir den Masterplan Klimaschutz anschaue, den die Stadt vor ein paar Jahren in Auftrag gegeben hat, dann wird da der größte Handlungsbedarf im Bereich der Energieversorgung gesehen, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Und wenn wir den Energieverbrauch in Stuttgart uns anschauen, dann ist das ungefähr die Hälfte Wärme, 30% Strom, 20% Mobilität, sage ich mal, im Zusammenhang mit Benzin. Und deswegen sehe ich da den Schwerpunkt vor allem in einer Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien. Und den Handlungsbedarf sehe ich. Der ist auch durch den Aktionsplan zum Klimaschutz nicht abgedeckt, weil das vor allem ein Thema für die Stadtwerke in Stuttgart ist. Und die Investitionen der Stadtwerke in erneuerbare Energien waren in den letzten Jahren beschämend niedrig. Und da müssen wir eine neue Strategie formulieren. Also vielleicht, ich weiß nicht, ich will es jetzt auch nicht zu lang machen, aber meine Vorstellung ist, dass wir bis 2030 die Stromversorgung komplett auf erneuerbare umstellen. München wird das 2025 bereits erreicht haben. Die Vergleiche sind immer schwierig, die haben sich ein bisschen früher aufgemacht und sie haben viel größere Stadtwerke als wir, aber ich finde, das Ziel zu formulieren bis 2030 ist ambitioniert, aber das ist erreichbar. Bei der Wärme werden wir aus meiner Sicht ein bisschen länger brauchen, aber auch da müssen wir dieses Ziel erreichen. Ich halte davon sehr viel, weil wir in der repräsentativen Demokratie, die ich mindestens genauso wichtig finde, zunehmend das Problem der Repräsentativität haben. Was heißt das? Das heißt, dass auch im Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart zum Beispiel sehr, sehr viele Akademikerinnen und Akademiker sind, aber viele andere Bevölkerungsgruppen nicht vertreten sind. Und das gilt häufig in noch verschärfterem Maße für die klassischen Beteiligungsverfahren, wo wir abends zu Veranstaltungen einladen, wo häufig Menschen kommen, die sich sehr engagieren, was sehr positiv ist, die aber einen sehr kleinen Ausschnitt aus der Bevölkerung darstellen und meistens nicht die breite Mischung der Stadtbevölkerung ausmachen. Und bei diesen zufallsbasierten oder losbasierten Zufallsbürgerinnenräten ist das nicht der Fall. Da haben wir wirklich die Breite der Stadtgesellschaft. Deswegen finde ich das unheimlich wichtig. Es ist aber auch nicht ganz einfach, weil wir müssen uns gut überlegen, zu welchen Themen oder zu welcher Fragestellung eigentlich. Und das ist wahrscheinlich das Schwierigste, wir müssen das dann ja irgendwie zusammenbringen damit, dass die in freien, gleichen, allgemeinen, geheimen Wahlen Gewählten am Ende ja auch entscheiden müssen. Ja, das ist ja auch deren Job. Und das ist gar nicht so einfach, da ein gutes Verhältnis dann auch zu definieren, ohne dass, wie soll ich das sagen, im Grunde auch so ein bisschen Grundfesten unserer Verfassung da in Frage gestellt werden. Ja, weil die haben den Job, die sind gewählt von, und bei den Wahlen haben wir schon eine sehr, sehr große Beteiligung. In Stuttgart gehen 250.000 Leute zur Kommunalwahl und bei den zufallsbasierten Bürgerinnenräten sind es dann 40, 50, wir haben uns vorhin darüber unterhalten, es gibt auch 100 oder 150, aber das ist natürlich zwar repräsentativ, aber nochmal eine andere, wie soll ich sagen, schon in gewisser Hinsicht dann auch nochmal eine andere Breite, was Quantitäten anbelangt, als eine freie, gleiche und geheime Wahl. Also das sind so die beiden Knackpunkte. Erstens, ich finde es grundsätzlich ganz wichtig, jetzt sollte man mehr machen. Zweitens, man muss ganz klar klären, welche Fragestellung, muss ich ja auch bewusst machen, je nachdem, welches Thema ich thematisiere, das ist ja auch eine Priorisierung in der Stadtpolitik.
Also jetzt nenne ich mal ein ganz anderes Thema, zum Beispiel das Thema Wohnen, finde ich auch total wichtig. Ja, hat das dann weniger Priorität sozusagen, bezahlbarer Wohnraum, wenn andere Themen wichtig sind? Also wir müssen die Themenstellung genau klären und wir müssen klären, wie das Zusammenspiel der gewählten, durch die Bürgerinnen und Bürger gewählten Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger ist und diesem Bürgerinnenrat, dass das auch von Anfang an klar ist. Und das muss, das darf kein Gegeneinander sein, muss es auch nicht sein aus meiner Sicht, sondern das muss in irgendeiner Form ein Miteinander sein. Und das muss man schon im Blick haben. Klares Ja, aber auch da gilt das, was ich gerade eben gesagt habe. Wir müssen gemeinsam, und gemeinsam meine ich mit den Initiatoren von solchen Bürgerinnenräten und mit dem Gemeinderat überlegen, was ist die richtige Fragestellung und wo wollen wir dann da am Ende auch hin und welche Entscheidung muss dann auch der Gemeinderat am Ende treffen. Aber ganz grundsätzlich finde ich, das ist ein ganz wichtiger Beitrag, um die Art, wie wir Demokratie leben, auf die Höhe der Zeit zu bringen. Und ich glaube, da gibt es schon Handlungsbedarf. Und insofern auf diese erstmal ja auch sehr allgemeine Frage klares Ja. Also wir haben ja so ein, ich weiß gar nicht, wie der formell heißt, Leitfaden oder so etwas Ähnliches für Bürgerbeteiligung, Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Ich fände es schon wichtig, dass wir in diesem Leitfaden dieses Instrument mit aufnehmen. Um ganz ehrlich zu sein, bin ich mir gar nicht sicher. Vielleicht steht sogar etwas dazu drin. Ja, ich muss jetzt gestehen, müsste ich mir jetzt direkt auch mal anschauen. Aber dass wir das, ich bin der Meinung, dass wir das zum Beispiel dort fest etablieren sollten. Dass das erstmal klar ist, dass das ein Instrument ist, was wir wirklich nutzen können. Unbenommen davon müssen wir im Einzelfall entscheiden, zu welchem Thema. Ja, und zu welcher Fragestellung und auch mit einem Zeitrahmen. Das muss man ja dann immer jeweils einzeln auch entscheiden. Aber das stimmt schon, wir müssen es als, glaube ich, Beteiligungsinstrument, wir haben ja viele Beteiligungsinstrumente in der Stadt, wir haben diese formellen Beteiligungsverfahren bei Bebauungsplanverfahren, wir haben Bezirksbeiräte, die ja auch Bürgerinnen und Bürger in den Bezirken sind, die sich als sachkundige Bürgerinnen und Bürger engagieren, auch in den Ausschüssen haben wir ja sachkundige Bürgerinnen und Bürger. Und neben diesen Instrumenten muss das auch ein etabliertes Instrument werden. Bisher haben wir das ja wenig. Ich glaube, jetzt bei der Opernsanierung wird das erstmals auch nochmal, nee, erstmals stimmt nicht, aber wird das vom Land jetzt mal mit zufallsbasierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern gemacht. Aber als Stadt haben wir das noch nicht gemacht und das sollten wir tun. Ja. Also ich finde zum Beispiel, sagen wir mal, so ganz lokale Fragen vielleicht eher schwierig, weil wir da zum Beispiel die Bezirksbeiräte ja eigentlich haben, die das ja genau machen sollen, leisten sollen. Aber auch in Bezirksbeiräten, wenn die sich einig sind, um jetzt ein größeres lokales Thema in einem Bezirk zu klären, kann das vielleicht auch eine Möglichkeit sein. Also ich habe damals in Berg mit dem Berger Bürgerverein halt dann eine Beteiligung zum Schwanplatzareal gemacht. Ich meine, da waren dann 200-300 Leute da, das war dann schon ganz Berg, sage ich jetzt mal. Aber das geht ja auch nicht immer, also die müssen diese Möglichkeit auch haben. Aber ich sehe es auf lokaler Ebene sozusagen eher weniger, sondern eher zu Themen, die die ganze Stadt angehen, wo es uns besonders wichtig ist, wirklich diese Repräsentativität, also die Breite der Stadtgesellschaft jetzt nicht in quantitativer Hinsicht, sondern in qualitativer Hinsicht wirklich abzubilden. Da, wo es dafür einen besonderen Bedarf gibt, da finde ich das besonders wichtig. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob noch eine Frage zum Thema Klimaschutz kommt, aber um es mal da auch drauf zuzuspitzen, ich kann mir das da zum Beispiel sehr gut vorstellen. Allerdings glaube ich, ist es aus meiner Sicht wichtiger, oder was heißt wichtiger? Ich fände es sinnvoll, eben zum Beispiel über diese Strategie der Stadtwerke da was zu machen. Ja? Vielleicht ist es zu spezifisch, ich weiß nicht, muss man drüber reden. Aber was ich zum Beispiel schwieriger finde, ist, jetzt mal ganz allgemein, aber da kann man es auch konkret machen, wenn der Gemeinderat zu einem Thema vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr einen großen Beschluss gefasst hat, ja? Dann sozusagen im Nachgang zu sagen, das ist uns aber zu wenig, wir müssen jetzt einen Bürgerinnenrat machen, damit wir denen mal Beine machen. Ja, jetzt, ich spitze es jetzt. Wird ein bisschen schwieriger werden, ja, weil der Gemeinderat dann natürlich sofort in so eine
in so eine Hab-Acht-Stellung geht und sagt, ja, Moment mal, wir haben uns doch jetzt damit 2 Jahre beschäftigt, wir haben da was beschlossen. Da ist die Motivation sozusagen, dann das eben produktiv aufzunehmen und zu überarbeiten, geringer. Deswegen finde ich es wichtig, wenn wir jetzt mal über Klimaschutz reden, das irgendwie nach vorne sozusagen weiter zu denken und nicht nochmal eine Diskussion zu wiederholen, ja, die der Gemeinderat gerade eben erst geführt hat. Aber das ist etwas, was man ja vielleicht auch ein bisschen strittig diskutieren muss. Sagen wir mal, da wird es, glaube ich, schwieriger zumindest, ja, dann zu einem guten Ergebnis zu kommen. Ja gut, da sind wir jetzt bei dem Thema, ich habe ja vorhin davon gesprochen, wenn wir die Bürgerinnenräte als Beteiligungsinstrument nutzen wollen, dann muss die Fragestellung klar sein, die haben Sie jetzt ja klar benannt, und dann muss klar sein, wie ist das Zusammenspiel von dem, was da erarbeitet worden ist und dem, was dann der Gemeinderat entscheiden muss. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, fände ich es schwierig jetzt am Anfang zu sagen, egal was da erarbeitet wird, das mache ich. Weil ich meine, also dann habe ich es auch vielleicht nicht verstanden, weil ich verstehe es schon so, dass das dafür sorgen soll, dass alle Schichten der Bevölkerung sich beteiligen, dass man das Know-how und dieses Wissen, was da ist, in dieser Breite auch nochmal stärker einbezieht. Aber es bleibt aus meiner Sicht die Aufgabe der gewählten Gemeinderätinnen und Gemeinderäte abzuwägen und Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, es wäre schwierig, dem ja vom Volk gewählten Gremium von vornherein zu sagen, ihr müsst dann das, was dort beschlossen wird oder als Empfehlung, 1:1 umsetzen. Ich glaube, das ist kein guter Einstieg in ein gemeinsames Projekt. Und das muss es ja am Ende sein. Wie ich ohnehin merke jetzt selber, wenn ich es so formuliere, man muss ein bisschen vorsichtig sein, sozusagen einerseits von den Bürgerinnenräten zu sprechen und andererseits zum Beispiel von den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, weil die sind ja auch Bürger, ja, und die sind auch von den Bürgern gewählt. Und die Bürgerinnenräte selber sind ja auch nicht sozusagen per se quasi der Counterpart zu den Gewählten, sondern es geht ja darum, das irgendwie zusammenzubringen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das schafft. Und deswegen tut es mir ein bisschen leid, aber ich kann dann auch die Frage nicht einfach sagen, jawohl, natürlich, klar. 100%, that's it. Ja. Naja gut, also jetzt, weil ja da schon unheimlich viel Bewegung ist jetzt bei dem Thema, finde ich, sollten wir uns das Thema schon vornehmen. Wir müssen dann nur klären, was ist genau die Fragestellung. Ich habe das ein bisschen versucht zu erläutern, was aus meiner Sicht da wichtig ist. Ich glaube, es wäre jetzt nicht so super hilfreich, wenn wir die Beschlüsse, die der Gemeinderat jetzt mal gefasst hat, zum Aktionsplan Klimaschutz sozusagen, erstmal einer Revision unterziehen, bevor die überhaupt auch nur eine Chance hatten, in die Umsetzung zu kommen. Ich möchte mal ein Beispiel nennen, weil ich darauf auch ein bisschen stolz bin, weil ich da auch einen Beitrag leisten konnte. Wir haben in diesem Aktionsplan 60 Millionen Euro reserviert und im Entwurf des OBs waren es erstmal nur 10 Millionen für ein kommunales Energiesparprogramm, weil wir bei der energetischen Gebäudesanierung unheimlich viel für den Klimaschutz tun können und weil das durch die Zuschüsse der Stadt so stattfinden kann, dass die Mieterinnen und Mieter das nicht alleine bezahlen müssen. Ja? Das ist ja ganz wichtig, dass die sozusagen nicht die Zeche zahlen, die Mieten sind schon sehr hoch, sondern so machen können, dass die Warmmiete vielleicht sogar gleich bleibt vor der Sanierung, nach der Sanierung. So. Und das muss jetzt auch erstmal anlaufen. Ja? Also ich meine, dem müssen wir jetzt schon auch ein bisschen eine Chance geben. Ich fände es wichtig, dass wir versuchen, nach vorne weiter zu debattieren. Ich fand jetzt im Aktionsplan das Thema Energieversorgung, Energiepolitik über die Stadtwerke noch ein bisschen unterbelichtet. Oder nicht nur ein bisschen, sondern ich fand, das hat da gefehlt. Ich formuliere es mal so. Deswegen fände ich es zum Beispiel lohnend, da zu sagen, okay, wie schaffen wir es zum Beispiel bis 2030 100% erneuerbare Energien beim Strom? Ja, jetzt lass uns mal überlegen, wie kommen wir dahin? Wie müssen wir die Stadtwerke aufstellen, die ja unser Instrument in der Energiepolitik sind, damit uns das gelingt? Und jetzt lass uns das mal gemeinsam überlegen, was dafür notwendig ist. So eine Fragestellung fände ich zum Beispiel sehr gut.